Es geht mal wieder um den Wortschatz und es geht heute um Floskeln. Wie kann ich Floskeln im Alltag nutzen? Ich heiße dich ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Genial Reden. Schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Es geht hier wie immer um Rhetorik, Kommunikation und wie wir besser mit anderen Menschen reden. Und im Alltag gibt es immer wieder sogenannte Floskeln. Es gibt Floskeln, die Menschen nutzen, um ihre Gespräche aufzubauen. Und Floskeln sind einfach nichtssagende Redewendungen. Diese Floskeln, die werden gern als Lückenfüller die werden nutzt du als Lückenfüller in Texten. Das ist so, wenn du, ich sag mal so, wenn wir, ja, das ist so eine Sache, da kommt was und wenn du es nicht im Satz hast, passiert gar nichts. Ich habe dir ein paar Floskeln mitgebracht, dass wir mal gemeinsam gucken können, was sind eigentlich Floskeln? Und schau mal hier, das ist halt eben so, als ob du, das ist als ob du halt eben hätte ich nicht gebraucht. Im Endeffekt ist es so, dass du mit Floskeln im Alltag, entschuldige, im Endeffekt, da kannst du auch sagen, schlussendlich ist es so. Du kannst aber auch sagen, es ist so. Das ist nur ein Lückenfüller. Im Endeffekt ist es so, schlussendlich ist es so. Und das war's. Du musst es nicht nutzen, damit der Satz einen Sinn erfährt. Aber im Alltag haben wir es immer wieder. Wir haben ganz viele Floskeln, die einfach mal so reingeworfen werden und die völlig nichtssagend sind. Lass uns mal den nehmen. Das ist sozusagen, als ob du sozusagen ist nur ein Lückenfüller. Das ist so, als ob du. Das ist so, sozusagen, als ob du. Ja, verstehst du? Das sozusagen hat überhaupt nichts damit zu tun. Mit dem Satz hat es nichts zu tun, mit dem Inhalt hat es nichts zu tun. Eine Floskel ist ein einfacher Lückenfüller. Wir machen weiter. Du, ich sag mal so, eine Floskel ist, ja, ich sag's mal so. Natürlich sag ich so, ich sag's doch so. Da muss ich nicht sagen, ich sag's doch so. Verstanden? Ja? Also, ich sag mal so, wenn du Floskeln im Alltag nutzt, dann weg damit. Wenn du Floskeln im Alltag nutzt, dann ja, fertig. Du musst es nicht machen. Gesetzt den Fall, du hast es anders vor. Ja? Du nur mal angenommen, du hast es anders vor. Okay? Gesetzt den Fall. Also ich setze den Fall hin und sage, ich nehme an, du machst das so. Okay? Gesetzt den Fall, du willst die Floskeln im Alltag nutzen, dann, wenn du die Floskeln im Alltag nutzen willst, dann kannst du genauso machen. Du brauchst diese Floskel nicht, okay? Ich hoffe, das ist für dich jetzt verständlich, was ich hier mache, denn diese Floskeln sind im Alltag ganz viel vertreten. Wichtig ist für dich, wenn du deinen Wortschatz aufbaust, höre das, aber du musst es nicht haben. Wenn du in der Alltagssprache soweit bist, die einzubauen, super, aber es ist kein Muss. Der Inhalt funktioniert auch ohne eine Floskel. Lass uns doch das Letzte machen. Ein Stück weit ist das nämlich ein Teil des Alltags. Das ist ein Teil des Alltags. Okay? Eine Floskel gehört in den Alltag. Eine Floskel gehört ein Stück weit in den Alltag. Was heißt denn ein Stück weit? Floss? Kell nicht, oder was? Nur Floss? Ein Stück weit. Das ist immer nur ein Bruchteil, ein bisschen was. So gehört es da rein. So, jetzt hast du hoffentlich ein Bild davon, was sind Floskeln. Wenn du mal schauen willst, Floskeln, ich habe da nichts irgendwie auf meiner Internetseite, aber du findest im Internet eine ganze Menge Beispiele, was sind Floskeln. Und diese Floskeln kommen immer wieder im Alltag, brauchst du aber nicht, um deine Inhalte weiter nach vorne zu prügeln. Wenn du sagst, wow, ganz interessant, was der hier macht bei Genial Reden, abonnieren. Es ist da in der Ecke, es ist hier in der Ecke, irgendwo ist ein Symbol. Gerne abonnieren, Glocke drücken, sodass du immer wieder auf dem Laufenden bist. Hier sind schon über 70 Videos drauf zum Thema Wortschatz. Und jetzt zum Ende. Jetzt zum Ende hast du die hier angezeigt, damit du einfach nochmal schauen kannst. Hey, cool, da schaue ich nochmal rein. Oder du nimmst die Playlist und schaust dir alles mal an, damit dein Wortschatz wächst und du auch Floskeln nutzen kannst. Mach's gut, bis bald.